Also der liegt, das sieht doch ganz gut aus. Ich habe bei der Stage mit dem Krokodil übrigens auch noch ein Herz vergessen. Das habe ich auch gesammelt. Das war allerdings ziemlich unspektakulär, wie ihr vielleicht denken könnt. Darum habe ich dafür jetzt extra kein Video aufgenommen. Das ist nicht nötig gewesen. Es war der Tank, den habt ihr gesehen, wo Stacheln daneben waren. Einmal bin ich gestorben, beim zweiten Mal habe ich es geholt. Mit der üblichen Taktik, Feuer. Und dann drüber. Das hat locker geklappt. Okay. Aber die lassen anscheinend keine Energie fallen. Das finde ich echt nicht optimal von denen. Oh doch, sie lassen welche fallen. Oh geil. Aufladestation beim Boss. Und er ist schon blau. Das bedeutet vermutlich, ich habe ihm schon einiges an Schaden zugefügt. Und so hart ist er nicht. Also echt nicht. Ich meine, das ist ja... Ich habe jetzt noch zwei Tanks, der liegt. Und dann bin ich gleich mit dem Let's Play fertig. Mein stummer Kompane sagt dann vielleicht auch noch was. Ich glaube nicht. Aber vielleicht kann man ihn dazu bewegen, zumindest einmal ins Mikro reinzunuscheln. Tag oder sowas. Den verletzt anscheinend nichts, was unter dem aufgeladenen Buster ist, also unter dem voll aufgeladenen. So, zweiter Energietank. Habe ich das, täuscht mich das oder wird der immer blauer? Aber wie soll ich das dem ausweichen? Ich meine, ich muss ja in den meisten Fällen tatsächlich da hoch, aber dann guckt er einfach nach oben und trifft mich da mit, speit dann auch noch seine Gegnerchen da aus. Komm. Ja. Das ist hart, ihn zu treffen. Vor allem, da mein Schuss sich so selten voll auflädt. Ah, er ist lila. Das ist doch gut. Ich habe noch einen Tank. Mein Herz klopft etwas schneller. Ja, sowas nimmt mich mit. Ich habe viel Herzblut in dieses Spiel gesteckt. Und es wäre auch nice, wenn das Ganze mit einem Sieg belohnt werden würde. Jetzt ist er schon orange. Das ging ja schneller als das davorige. Oder habe ich ihn einfach noch besser getroffen? Weiß es nicht. Die alten Gegner verschwinden, wenn er neue macht. Das ist nett von ihm, sozial. Ich brauche jetzt noch den Tank. Oh, falsch. Und ich hoffe, dass... Oh Gott, ich bin nervös. Sehr nervös. Rot? Hä? Oh Gott. Nein. Nein. Lass den Scheiß. Er rapt mich. Er rapt mich von innen. Okay, ich muss dem Scheiß ausweichen. Ja. Gut. Gott, das wird... Nein. Er rapt mich schon wieder. Ich kann ihn dann zwar treffen, aber er macht mir Schaden. Unblockbaren Schaden. Ah! Geil. Geil. Geil! Okay, der war... Ich muss sagen, nicht so schwer wie bei Mega Man X. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich hier alles habe, also alle Ausrüstungen und so weiter. Ich hätte natürlich auch mal diesen Crush einsetzen können. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, aber vermutlich hätte das eh keinen bis kaum Schaden bei ihm gemacht. Es hätte vielleicht was gegen die normalen Gegner geholfen, aber naja, Text. Mega Man X, ich habe schon wieder gegen dich verloren. Ja, gewinne ich dran. Ne? Aber jedes Mal, wenn du mich besiegst, macht mich das nur stärker. Und das bringt dich näher zu deinem ultimativen Untergang. Aber etwas ist nicht richtig. Ich verstehe es nicht. Warum hat Zero... Er ist letzter auf von den Doktors Kreationen. Das ist auch, naja, dieses Gerücht, was ich mal angesprochen habe in einem der Videos. Ich glaube 4 oder 3 oder... Schaut es euch an. Ich habe es nicht ausgesprochen, aber angeblich
wurde Zero von Dr. Wily erschaffen? Man weiß es nicht sicher. Es gab nur solche Andeutungen wie gerade eben. Und darum weiß man es nicht sicher. Aber es wäre interessant und nice. Und dann ist natürlich die Frage, wieso ist Zero einer der Guten, wenn er doch von Dr. Wily erschaffen wurde? Mega Man rennt aus der Stage, alles explodiert, alles ist gut. Zero ist noch in der Stage und stirbt gerade am Zentralcomputer, aber das kann uns egal sein. Ja. Jetzt kommt vielleicht noch ein bisschen Text, den sage ich dann noch und dann kommt mein Fazit, wie gewohnt. Ich glaube, ich habe diesmal weniger Videos gebraucht als beim letzten Mal. Das wäre echt wünschenswert, wenn es unter 40 wäre. Aber ich glaube, es ist unter 40. So viel war es diesmal nicht. Viele 2-Minuten-Videos, die ich alle zusammenschneiden werde, also wundert euch nicht. Ah, Zero lebt noch. Wenn es dann oft heißt, bis gleich oder sonst was und ich dann trotzdem noch dran bin. Weil es lohnt sich nicht, wegen 2 Minuten Videos auf YouTube online zu stellen. Mit seinem Freund Zero starte Mega Man auf das Meer hinaus. Sigma wurde wieder einmal zerstört, aber X fragt sich, wann der Kampf wirklich enden wird. War Dr. Lights Traum einer Welt, in der Reploids, also Roboter, und Menschen miteinander leben können, nur ein Traum? Der Preis vom Friede ist oft hoch. X dachte das alles bei sich selbst im Kopf. Wer oder was muss geopfert werden, bis der Frieden eine Wirklichkeit werden wird? Und wenn die Zeit gekommen ist, wird er fähig sein, es zu tun? Was zu tun? Seine Sexualität frei auszuleben oder? Die Zukunft hält die Antwort, oder? Punkt, 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 Punkt. Die übersetze ich euch jetzt nicht, die Punkte. Oder doch Point, 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 Point. Er schüttelt den Kopf. Mein stummer Gastmoderator. Ihr kennt und liebt ihn. So, Mega Man fährt auf seinem Motorrad in den Weltuntergang. Und jetzt mein Fazit. Mega Man X2, ja, war kein schlechtes Spiel. Es hatte mehr Frustmomente als X, abgesehen von einer gewissen Spinne. Ja, die Plattformen, über die könnte ich 10 Videos drehen und ich wäre immer noch nicht mit Schreien fertig. Ich bin froh, dass ich sie hinter mich gebracht habe und Eggle war dafür ein absoluter Witz. Der war ja... Ich habe jetzt nicht alle Zero-Teile gefunden, das ist aber egal, denn Zero steht neben mir praktisch. Und darum muss ich die auch nicht alle finden, sonst hätte ich halt Kens Shuriken bekommen. Den brauche ich nicht unbedingt. Der macht auch ziemlich guten Schaden gegen die Bosse, aber woher braucht es schon, wenn die Bosse auch so liegen? Mit ein bisschen Skill, Können und Glück. Und 4 Energietanks, die alle verbraucht wurden. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Sigma war leichter, wie gesagt, als bei Mega Man X. Also, der Kopf war wirklich einfach. Die haben wohl mehr versucht, ihn hübsch aussehen zu lassen, als ihn schwer zu machen. Ich hoffe immer noch, das Video hat aufgenommen. Über die 8, was kann man über die 8 sagen? Nicht viel. Also, die Gurke war ein Witz. Der Strauß genauso. Die Krabbe war auch ein Witz. Also die konnte ich ja alle mit dem normalen Buster sogar erledigen. Wer nervig war, war natürlich der von der Computer Stage. Den will ich nie wieder sehen. Den setze ich auf eine Liste mit den Chamäleon und der Spinne. Auf die Liste bitte nie wieder. Und ja, die anderen sind eigentlich nicht besonders erwähnenswert. Der Feuertyp wäre vielleicht schwer gewesen, hätte ich keine Blubberblasen gehabt. Die Blubberblasen sind sowieso eine der genialsten Waffen in dem Spiel. Und das Feuer. Der Rest ist absolut unbrauchbar. Die Säge, ganz nett anzusehen, macht öfters Schaden, aber langsam, kommt nur direkt vor einem auf dem Boden. Also, witzlos. Ja, wer auch auf meiner Liste steht für will ich nie wieder sehen, ist dieser alte Typ in seinem komischen Stiefel. Da er schwer und nervig war. Nicht unbedingt schwer, wäre ich vielleicht von Anfang an auf den zwei verschiedenen Plattformen die ganze Zeit rumgesprungen, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen. Aber manchmal muss man sich anstellen, bevor man ihn besiegen kann.
Ja, wer auch ein Witz war, der Typ, der am Headbang war, mit seiner komischen Kugel. Und das hier ist der dunkle Zero. Über den kann ich euch auch noch kurz was erzählen. Wenn man alle Zero-Teile hat, dann muss man statt gegen den normalen Zero, gegen den dunklen Zero kämpfen. Ich weiß nicht, ob der wirklich stark ist. Er sieht halt ein bisschen anders aus. Capcom dankt mir schon wieder fürs Spielen und ich danke ihnen dafür, dass sie das Spiel gemacht haben. Wir sehen uns wieder bei Mega Man X3 und jetzt sagt unser stummer Gastmoderator noch was. Sag was! Ja gut, schaut euch seine Let's Plays an und kommentiert schön. Wow, mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir danken auch meinen Gastmoderator. Bis bald!